versteht mich einigermaßen. Wir befinden uns gerade in Rulantica. Heute ist noch ein Pre-Opening-Tag, also es ist noch nicht offiziell eröffnet. Ja, deswegen haben wir auch keinen Eintritt bezahlt. Und wir gucken mal, ich bin sehr gespannt. Ich bin, muss ich sagen, nicht so ein Fan von Wasserparks. Du? Auch nicht so, aber das sieht cool aus. Ich bin zudem blind, ich habe leider keine Brille und keine Kontaktlinsen. Aber naja, ich versuche ein paar Online-Videos zu machen. Ich hoffe, es ist erlaubt. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Es wird irgendwie mit Wasser geflutet, das Ding. Oh, ist das groß. Was auch ein Thema ist in diesem Wasserpark, anstehen. Ja. Also
haben jetzt schon. Es ist nicht so voll. So 20 Minuten, aber schon gewartet vor dem, ne? Okay. Wow. Weißt du auch, wie die Rutsche hieß, Matthias? Ja, ich glaube Winterritz. Ja, ist eingeblendet. Ja, die war echt cool, echt überraschend, wobei ich davon schon mal ein Video gesehen habe. Also ich habe schon geahnt, aber ich wusste nicht, dass das so schnell geht. Aber es war sehr kurz und sie hat übrigens eine Gewichtsbegrenzung, aber man darf nicht alleine rutschen, man darf nicht zu dritt rutschen, man darf nur zu zweit oder zu viert, aber man darf auch ein Maximalgewicht nicht überschreiten. Also es ist ein bisschen kompliziert. Jetzt wollte Matthias gerne den Lazy River machen. Machen wir das. Man gleitet hier so. Okay, welche Seite machen wir? Oha, okay, los geht's. Oh!
und hatte zum Glück. Man darf keine Kamera mitnehmen in diese Rutschen, aber Matthias will nämlich jetzt einfach filmen, wenn ich das nochmal mache, von oben einfach, wie ich da runterfalle. Deswegen gehen wir jetzt nochmal hoch. Und es sind auch zwei, ich habe jetzt das eine gemacht, aber ich glaube, es sind ungefähr gleich. Ja, hier ist so Glas, aber ich musste die Augen die ganze Zeit zu haben, also ich habe gar nichts davon mitbekommen. Okay, es sind echt viele Stufen hier, und es ist echt sportlich hier. Eine Rutsche hat mir fast übersehen, und zwar ist das diese Schanzenrutsche. Aber ja, mal gucken, es sah lustig aus von unten. Aber wir kommen gerade aus Rulantica. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gerade aus Rulantica kommen, oder? Oder waren wir in einer parallelen Rulantica-Welt? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Wir gehen mal weiter. Aber jedenfalls, ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir schon so früh schon da reinkommen. Ich dachte, wir sind da erst im Januar oder so. Frühestens. Hier ist übrigens die Quelle des Lebens mit da unten. Aber ja. Ansonsten, weißt du, wir wollten noch kurz eine Review machen dazu. Genau. Es war gut, ich fand es sehr gut. Ich hatte sehr viel Spaß, trotz dass ich Wasserparks nicht so mag. Aber es ist, finde ich, sehr hochwertig gemacht alles. Also man hat das Gefühl, es ist so ein bisschen wie in den Europapark-Hotels, so das Niveau da drin, finde ich. Ich finde nicht ganz so hoch. Doch, bei den Umkleiden und so. Ja, schon gut. Wenn du mal an andere Schwimmbäder denkst. Ja, stimmt schon. Ja, also es ist schon schön, sehr, sehr schön gemacht. Aber es ist nichts Weltbewegendes, würde ich jetzt sagen. Also es ist gut, aber nicht so, man sagt, oh, das ist der Wasserpark, so. Ja, aber in Deutschland, also, haben wir halt auch wirklich keinen Wasserpark, der so krass thematisiert ist wie dieser. Die anderen sind alle irgendwo draußen in Italien oder in Spanien oder weiß ich nicht wo. Das ist halt wirklich ein Wasserpark, der indoor ist und sehr schön thematisiert. Aber ich fand es gar nicht so krass thematisiert, ehrlich gesagt. So ein bisschen, also es ist grob, etwas grob thematisiert. Es hat schon noch so Hallen. Optik. Es bleibt aber ein Schwimmbad. Ja, es bleibt ein Schwimmbad, das ist es. Man hat halt, es war jetzt auch nicht so voll, aber wenn es mal voll ist. Ja, da noch Pre-Opening ist, ja, waren noch nicht so viele Leute da, aber. Es ist halt irgendwie auch lustig. Aber sie haben ja auch Einlass, nee, haben sie Einlassbegrenzung? Ja. Ich weiß aber nicht wann. Ich finde es halt irgendwie lustig, man weiß nie, welche Rutsche jetzt gerade voll ist. Es ist total. Ja, die Wartebereiche sind nicht einzusehen, genau, und es gibt auch keine Wartezeichenanzeigen, aber das gibt es eigentlich in keinem Wasserpark. Ja, das wird aber noch kommen, die haben Zettel hier. Aber hier, Aportaventura hat Fastpass, ne? Naja, die Gänge dafür. Single Rider wäre praktisch. Die Gänge für Fastpass wären ja schon da. Ja, aber für Single Rider. Single Rider wäre echt gut. Gerade für die Rutschen, wo man zu viert oder zu zweit oder zu viert sein muss, aber dann nicht zu schwer und so. Ja, gut. So, das war unser Video aus Rulantica. Ja. Also wer den Europapark mag, sollte da auch mal rein. Ja, schreibt uns in die Kommentare, was ihr von Rulantica haltet, wenn ihr da wart. Also probiert es aus. Nicht wenn, ihr müsst da hingehen. Schon gucken. Ja, findest du? Ja, doch. Muss man mal. Wenn ihr das muss man mal gemacht haben. Ich als Europapark. Was war denn die beste Rutsche überhaupt? Ja, gute Frage. Das Video zieht sich jetzt wieder leider. Ja, aber sonst musst du die ganzen Kommentare beantworten. Ja, ich fand, ich muss schneiden, muss überlegen. Ich fand die Rutsche mit du bist schon so weit. Okay. Ich fand natürlich die Rutsche am geilsten mit dem mit dieser Halfpipe da. Ich fand die auch mega. Geil. Aber nee, ich fand fast am besten die Trichterrutsche, die wir auch sehr cool gemacht haben, weil ja, die war auch sehr gut. Das war so überraschend und dann sind wir noch rückwärts am Ende rausgekommen, das fand ich echt cool. Aber auch diese Halfpipe fand ich auch cool. Da war ja am Ende auch. Und ich habe mir nicht weh getan, nicht einmal. Ich bin völlig unverletzt da rausgekommen. Dieser Wildwasserkanal, ja, gut, der aber war ein bisschen. Selbst da habe ich mir nicht wehgetan. Ja, war okay. Also ich sag mal, der Europapark ist eine richtig tolle Ergänzung für Leute, die hier schlafen, in den Europapark gehen. Die können auch noch ins Schwimmbad gehen. Auch wenn der Park schon zu ist oder so, noch mal ein Stündchen ins Schwimmbad oder so. Finde ich total genial. Also gerade wenn man hier im Hotel ist. Ne? Für Hotelaufenthalte. Es gibt auch einen Durchgang vom Hotel zum Park. Für Hotelgäste ist das perfekt. So. Und wenn der Park zu ist. War es das? Ja, das war's. Wir verabschieden uns. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und bis zum nächsten Video. Jo. Vielleicht aus dem Europapark. Mal gucken. Ja. Tschüss.